Die Yeezys sind kaputt. Mir? Die Yeezys sind kaputt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Shopping-Vlog. Allerdings diesmal bin ich nicht... Allerdings bin diesmal nicht ich im Vordergrund. Ich bin nur der, der das nötige Kleingeld mitnimmt. Im Sinne von, wir werden heute für wen anderen shoppen gehen. Vorher aber noch ganz, ganz wichtig, liebe Leute, nicht allzu viel Geld ausgeben. Ja, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit. Kauft euch nicht irgendeinen Blödsinn, den ihr nachher sowieso nicht verwendet. Und spart das Geld lieber für euch selbst aus. Eure Liebenden sind viel attraktivierter von euch, wenn ihr den heißesten Scheiß anhabt. Wie zum Beispiel meine neue Modemarke. Aber ich will gar nicht mehr länger quatschen, liebe Freunde. Es geht los zum Shopping-Vlog. Wie gesagt, wir shoppen heute für wen anderen. Und zwar für die... Oma, komm mal kurz. Ich bin schon da. Für die Linzi, Oma. Ja, hallo. Freust du dich schon am Shoppen? Sehr. Was brauchst du, Oma? Neue Schuhe, oder? Ich brauche neue Schuhe. Es kommt der Winter und die anderen Schuhe sind ja schon kaputt. Und bitte, die Yeezys sind kaputt. Die Yeezys sind kaputt. Du hast gesagt, du hast das nur eingemottet über Winter. Die sind ein, aber ich habe mehrere. Ach so, okay, aber die Yeezys sind noch fit. Die sind fit. Die. Okay, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr länger herum. Wir machen uns direkt auf den Weg zu Snipes, aber keine bezahlte Werbung, Freunde. Es wird alles von meinem eigenen Geld bezahlt, ja, gell? Mein Eckerl. Gut, dann zieh jetzt einmal die Dreckschuhe an, die du mit hast, und dann kaufen wir neue ordentliche, oder? So, Geld brauchen wir, Köpfe ein bisschen einstecken und gehen wir. Ach so, euch dürft ihr nicht vergessen, gell? Hallo, ist das Kamera? Was hast du gefragt, Oma? Wie lange gehen wir denn dorthin? 10 Minuten oder so. Da brauche ich keine Ahnung. Nein, schaust lustig aus mit Haube. Mit Haube? Mit Haube schaust lustig aus. Wie eine Oma halt. Wie eine Oma. Ja, ja, es ist sehr kalt. Ja, es ist ja kalt. Ja, ist besser, Oma, gell? Zieh dich warm an, nicht, dass du dich verkühlst. Das werden wir nicht gebrauchen können. Aber Winterstiefel kauft man keine. Wir kaufen Sneaker, das weißt du schon, gell? Ja, ich habe hier die. Also, das sind deine super Schuhe? Die sind ja echt gut. Ja, altersgerecht, gell? Super, Großmutter. Die sind ganz modern. Sie leuchten sogar. Wo leuchten die? Ja, hier. Sie leuchten. Ach so, das reflektiert. Ja, du gehst ja voll mit dem Trend, Thomas. Falsch. Outfit-technisch passen wir gut zusammen, oder was? Ja, wirklich. Ja, Oma, schau, da machen wir, weil unsere Kamerafrau noch ein bisschen braucht, machen wir spontan. Was glaubst du, kosten die Schuhe? Diese Schuhe kosten bei mir 89 Euro. Ja, falsch, die haben kostet 450. Und was kosten meine? Das musste ich die Mama fragen, gell? Aber die Glitzerschuhe, 60 Euro, Oma. 80, ne? Schlecht. Ja, die Socken von Supreme. 20 Euro. Ja, gut, super. Weil dann die kaufe ich auch. Ja? Ja, ah, die Supreme Socken, die kaufst du auch? Ja. Ah, gut zu wissen, Oma, sehr schön. Bestellst du das nächste Mal welche mit, gut? Was sagst du, die Hosen? Die Hose. Trackpants? Ist das jetzt ganz modern? Die ist jetzt ganz modern, richtig? Was kostet die? Die Hose, die kostet 240. Falsch, die hat nur 30 Euro gekostet. Das ist aber schön. Der Sparefuchs Maximilian, ja, gell? Pullover? Ja, der ist schon ein bisschen ausgewaschen. Ja, richtig. Das gehört so. Das gehört so? Ja. Nur für mich kostet er... Yeezy, der ist von Yeezy. Yeezy, aha. Yeezy, genau. Na, so wie deine Schuhe, Oma, die Yeezy. Yeezy. Und das ist auch von Yeezy, der Pullover. Dann kostet es 120. Ja, ich habe 90 bezahlt, aber keine Ahnung, was der Retail kostet. Ja, super Autofokus, na, dann haben wir wieder alles im Griff, nicht? Die Frisur, unbezahlbar und die kriegst du eigentlich auch umsonst, weil die will nicht einmal wer geschenkt haben. Das glaube ich. No front. Ah, die Nike-Schuhe. Oder Nike. Richtig, auf Oma. Heißt es Nike. Ich sag zwar immer, ja, ich sag auch immer Nike, aber eigentlich heißt es Nike. Keine Ahnung, warum ich immer Nike sag. Nike? Ja, Nike heißen es. Solche, hättest du gerne mal solche? Bis jetzt haben wir immer nur Adidas gekauft. Ja, solche, weil ich sie von meinem Handy gelesen habe. Ja, am besten Off-White Nike, oder? Aber sicherlich nicht, Oma. Ich hab keinen Geldscheißer. Ja, weißt du, was die kosten? Die sind ein bisschen teurer als deine Yeezy, Oma. Gell? Da zahlen wir dann schon ab 600. Ja, es ist eh besser, weil der billiger, weil ich gehe immer alleine, nicht, dass wir es einmal ausziehen. Ich glaube, wir sind ready. So, nicht mehr länger quatschen, Oma. Schuhe haben wir an. Ja. Kaufen wir neue Schuhe. Los geht's. Niki. Also jetzt holt sich der Max wieder die Jacke. Er geht hinaus ohne Jacke und es ist schon so kalt, sonst muss ich ihn wieder pflegen und muss wiederkommen. Ich will ja auch einmal meine Freizeit, oder nicht? Was machst du? Filmst du oder was? Okay, Vlogging-Oma heute hier am Kanal. Ja, sicher. Ich glaube, das ist eine neue Sparte, Oma. Wäre super. Ja, ich will das nicht. Ich tue das nur für dich. Na gut, Oma. Wo gehst du hin? Wir sind schon da.
Wir sind schon da. Such dir welche aus, welche da gefallen. Schauen wir einfach mal rein. Dann werde ich deine hineingehen. Bam, 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 Shots fired. Schau dir ruhig alles an, Oma. So langsam wie du gehst, werden wir morgen noch nicht da sein. Ich würde sagen, wir beschleunigen das einmal ein bisschen, oder? Ich habe überall angehalten. Lauf, ich habe überall angehalten. Ja. Soll ich nochmal wo anläuten? Nein, du tust nicht, weil sonst bleibe ich stehen und gehe zurück. Einmal können wir noch wo anläuten. Sag dir was, hör auf mit dem, ich kann nicht so schnell laufen. Ja, bleibst halt stehen und ja, fragst. Noch mehr, Gott. Und fragst, ob du reinkommen darfst. Na gut, Oma. Ja, das ist natürlich ernst. Jetzt darfst du gehen, Oma. Danke, Oma. Wie heißt das nochmal? Grün heißt gehen. Bleib stehen und bei Grün, da kannst du gehen. Okay, danke. Das habe ich dir so oft gesagt. Und ich habe es schon bis heute nicht gemerkt. Übrigens kann ich heute so viel Scheiße machen, wie ich will und muss es nicht schneiden, denn dieses heutige Video kommt vom Katanora. Katanora, sag mal hallo. So, Oma, da sind wir schon. Schau mal, da die vielen Schuhe. Und da oben steht, wie das Geschäft heißt. Siehst du das, da oben? Wie heißt es denn? Snippies. Snippies, richtig. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Snippies, dass sie die Musik abdreht, damit ich dieses Video monetarisieren kann. So, Oma, es ist jetzt alles geklärt. Das heißt, wir gehen jetzt drauf und... So, Oma, es ist jetzt alles geklärt. Wir gehen jetzt rauf. Oben sind die Schuhe und da suchen wir uns welche aus, gell? Ja. Okay. Sind das welche? Nike Air. Das sind die Nike Air, genau. Luft Air ist ja gut. Richtig, gut übersetzt, Oma. Sprachen lernen mit Bubble, das funktioniert schon. Bubble. Oma, pass auf. Also, siehst du, da stehen überall jetzt Frauenschuhe. Angefangen von Nike, über Nike, bis hin zu Nike und ein paar Adidas haben wir auch. Also werden wir jetzt einfach mal durchstöbern, oder? Ja. Schauen wir mal. Also ich zeige dir jetzt mal, welche ich momentan cool finde für Frauen. Dann schauen wir, ob dir die gefallen. Ja. Den pinken willst du haben? Na, ich schaue. Der schwarze, hast du gesagt, der gefällt dir. Okay, der Techno ESS. Ja, der ist mir zu ledrig. Ich zeige dir, ich bringe dir jetzt mal ein paar her und du schaust, ob es dir gefallen. Ja. Gerne, gerne. Schaut aus. Und mal schwarze Schuhe, haben wir gesagt. Okay? Also keine, die schmutzig werden können. Okay. 38, jawohl. Schau mal, Oma, sind die zu bunt? Der gefällt dir? Okay. Und der soll leuchten in der Nacht. Der soll leuchten in der Nacht? Ja. Okay. Die gefallen dir? Ja. Na gut, dann holen wir da. Das sind nämlich auch die hohen, die High-Top. Also, wie man merkt, die Begeisterung ist jetzt schon riesig. Gell? Ich habe da die 38 jetzt schon mal gelockert und probiere die. Die Pumpen, die gefallen da? Also mein Geschmack ist gar nicht, aber der Oma muss natürlich die fahren, gell? Was? Nein, nix, Oma. Super machst du das. So, und? Ui, da geht's aber... Also ich merke schon, also von dem bist du begeistert. Fang du schon mal gut an. Ja, gell, machen wir ordentlich zu. Warte, schau, fangst du unten an. Schau, Oma, früher hast du mir das gemacht, heute mache ich dir das. Ich hoffe, das geht nicht so weit. Okay, ja, perfekt. Wir passen es von der Größe. Du schaust aber nicht so schlecht aus. On feet, gleich was anderes. Gerne, schönen Tag. Oma, steh mal kurz auf und geh mal ein bisschen. Schau mal, welchen das besser findest im Gehen. Wir haben den React und den 270er. Welchen ist besser? Der rechte, da gebe ich den Fuß so hier rein. Und den 270er, den wollen wir nicht. Vorhin. Passt, dann haben wir den weg. So, was hast du gesagt? Bring mal bitte den bunten. Den Schirm von vorher. Der ist für mich schön. Ich zieh ihn ja. Bitte. Können wir nochmal den Schirren haben, den 39. Schau mal, ich weiß, du bist heute Nike und du willst, glaube ich, nur schwarze Schuhe, aber mir gefällt der Oswego so gut. Der schaut so ähnlich aus wie ein Yeezy 500 und der ist sehr gemütlich. Auch du hast genau. Gesagt, ja. Also sehr klassisch. Sehr klassisch, genau. Der ist aber weiß, gell? Dann haben wir halt, ist ja wurscht, dann werden sie halt dreckig. Und den Schirren bringen sie da auch noch. Ah, doch. Ja. Den Schieren natürlich, ne? Egal. Geschmäcker sind verschieden. Ja, bei Weiß habe ich schon Erfahrung, das ist eure Gleichung. Aber darf sich deine Oma suchen oder du die Schuhe? Ja, eh die Oma. Ja, ich bin natürlich sehr happy, probieren wir die schönen Schuhe auch. Was ist das zu schön? Das frage ich mich auch, was das ist. Wir haben nicht den gleichen Geschmack. Das stimmt, Oma. Kann ich den zweiten absuchen? Ja. Na, jetzt wird es der oder was?
Es passt eh, sehr super. Es ist ein schöner Schuh, würde ich auch so sagen. Feier ich, Bro. Feier ich mega extrem, würde ich mir sogar selber kaufen. Feier mal auf. Oma, du fallst mit Easy auch schon genug auf, keine Sorge. Das ist gleich was anderes, gell? Ja. Wenn ich Schuhe aussuche. Vor allem das Ding ist, Oma, das sind die, die reflektieren können. Ja. Die sind gemütlich. Sehr. Die schauen auch super aus, finde ich. Ja, die passen. Oder Größe, ja, passen sie auch. Passt super. Wenn Winter, dann ist es so ein Turnet. Und dann im Sommer, dann gehen wir. Okay, Oma, pass auf. Dann haben wir jetzt zum einen die Adidas, die du gerade anhast, die Oswego, die React. Und dann haben wir hier noch die 200er, gell? Ja, wir brauchen nur einen. Richtig, wollte ich gerade sagen, liebe Oma, gell? Deswegen, welcher Schuh ist auf Platz 1? Der erste. Der erste ist auf Platz 1, welcher ist auf Platz 2? Der schwarze oder der? Das ist jetzt ein großer Mann. Oh. Rein äußerlich, welchen kann man leichter zu Sachen anziehen, sodass sie dazu passen? Schwarz oder schier? Schwarz. Schwarz, richtig. Gut, na dann gehen wir zur Kasse mit denen. Aber die bunten sind jetzt gar nicht dabei, gell? Nein. Ja, man kann nicht drei kaufen. Aber die bunten waren schon cool. Ich gehe mir aber mit die besser, weißt du, als wie mit die bunten. Und du kannst auch nicht drei kaufen, das geht ja nicht. Aber zwei wären okay, oder was? Ich finde die am coolsten, die Oswego, also die kann ich nur schwerstens für alle empfehlen, weil die halt gemütlich sind und ich finde halt, die schauen aus wie eine Mischung aus Yeezy 500 und 350 und ich glaube der Preis ist okay, 90 Euro oder so, gell? Easy. Der Schaß im Wald, wie man in Österreich sagt. Anstrengend. Aber schön. So ein Pulli mit Snippy-Sogen. Na? Nein, wir sagen, okay, wir gehen nicht plakativ herum. Und wie findest du die? Das kannst du nur. Ich wollte eigentlich Überraschung machen, dass ich dann noch irgendwas kaufe, aber wenn du ja alles selber aussuchst. Ja, weil Adidas so wird schon die Schuhe dann. Dann nehmen wir das leider dazu. Medium passt oder passt? Nein, Medium passt. Nein, die sind. Oma, bist du jetzt eng anliegend oder was? Auf deine alten Tag. Hallo. Kapital. Kennst du den? Kapital, der Brater mit der neuen Nummer. Eide Brat. Okay. Also, welche haben wir gesagt? Na, wir nehmen die diese Adidas. Klassik Adidas. Jetzt habe ich einmal eine kleine Überraschung für dich. Was? Wir nehmen die Nike auch noch. Ja. Na sicher. Bitte mal. Na sicher. Wow. Danke vielmals, tolle Beratung. Tschüss. Gerne, Oma. Freue mich, dass du mich hast. Und ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall einen. Den Daumen oben. Den Daumen oben. Den Daumen oben. Na sicher. Den Daumen oben und herzlichen Dank. Ich freue mich sehr. Gerne, Oma. Sehr, sehr gerne. Schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video. Das war's von der Linzi, Oma. Das war's von mir. Euer Maximilian. Tschüss, meine Lieben.